Hallo zusammen, heute geht's an alle Selbstausbauer. So Vanlife und so weiter. Und zwar habe ich einer Kundin diese Batterie verkauft, noch ein Ladegerät dazu, genau dasselbe, einfach hier mit Ringösen. Und das hat sie dann auch angeschlossen. Ich klemme es jetzt hier an, das spielt gar keine Rolle. Und hat sie eingesteckt. Und wenn sie das Ladegerät drin hat, dann hat sie auch eine Spannung. Da hat sie eine Anzeige von 14,6 Volt. Dann geht auch das alles im Bus drin. Nur zieht sie das Ladegerät aus. Da hat sie immer noch 14,2 Volt. Und dann kann man zuschauen, wie die Spannung zusammensackt auf 1,2 Volt. Ja, da ist die Batterie kaputt und sie hätte doch Garantie und sie hätte die gekauft im Februar 2021. Ja, das sind jetzt knapp über 2 Jahre. Was sie dann mit der Batterie gemacht hat? Ja, sie hätte die gekauft und hingestellt. Punkt. Jetzt haben wir die wahrscheinlich schon nicht geladen ausgeliefert. Heute liefern wir alle geladen aus oder wenigstens hochprozentig geladen. Sie hat da ein Bluetooth drin, die Steuerung hier drin, das BMS, das braucht immer ein bisschen Strom. Wir haben eine Selbstentladung über die Zellen. Aber irgendwann war denn die Spannung wahrscheinlich so tief, dass das BMS sich verabschiedet hat. Wir haben 1,2 Volt, das auf 4 Zellen gerechnet, heißt 0,3 Volt pro Zelle. Der Balancer wird auch noch ein Stück funktioniert haben. Und jetzt sagt sie mir, die Batterie ist kaputt. Jetzt können wir die Batterie aufmachen und die Zellen laden. Na, ich weiß, es geht, das ist kein Thema. Also bei der Batterie noch nicht, das ist noch eine mit dem harten Geschenk. Ich habe ein Video dazu gemacht, verlinke ich euch in der Endcard. Jetzt können wir die Batterie aufmachen, deckeln, wir machen einen neuen Deckel da drauf. Aber ich weiß nicht, ob diese Zellen jetzt einen Schaden genommen haben. Sie besteht auf Garantie. Wir haben nur 2 Jahre, okay, kann man streiten drüber. Wir sind ja eine Firma, die es noch gibt seit 2 Jahren. Oder jetzt schon bald über 65 bald. Nee, 57 Jahre. Ich habe ihr gesagt, wir machen die Batterie auf, in Garantie, machen einen neuen Deckel drauf. Und dann müssen wir schauen, oder sie muss schauen, wie lange das die Batterie hält. Wir können die hochladen. Ob die Zellen da einen Kurzschluss gemacht haben oder sich einfach langsam selbst entladen haben, sie sind noch nicht auf Null. Zum Glück. Weil bei Null wissen wir, dass dann der Innenwiderstand steigt. Was meint ihr jetzt dazu? Ist das Garantie, weil sie die gekauft hat? Gut, sie hat jetzt 2 Jahre an ihrem Wohnmobil gebaut. Ob sie die Batterie vielleicht auch angehängt hat und tief entladen hat und dann hat die abgeschaltet und dann noch ganz runter, kann ich nicht beurteilen, war nicht dabei. Und was haltet ihr davon? Schreibt es mir unten in den Kommentaren, was hier jetzt mit diesen Zellen passiert. Wir laden die auf, die wird 100% irgendwann haben. 100% von was ist ein anderes Thema. Schreibt mir unten in die Kommentare, findet ihr das als Garantiefall oder nicht richtig behandelt? Und ein Tipp an alle Vanlifer und Ausbauer, die jetzt noch dran sind, hängt eure Batterie mal ans Ladegerät. Ob das eine Wemo-Batterie ist oder sonst irgendwie eine Batterie, das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist einfach mal ans Ladegerät und gucken, ob das Ding funktioniert, ob das irgendwo eine Spannung bringt, ob sich's laden lässt. Bei unserem Ladegerät hat es hier eine LED, die leuchtet dann rot, der Lüfter fängt an zu laufen. Sie hat sich schon gewundert, dass der Lüfter nie läuft, der müsse auch kaputt sein. Nur, wenn es nicht lädt, läuft der Lüfter auch nicht.
Ja. Hier verlinke ich euch das Video über die neuen Batterien. Also seit letztes Jahr können wir ja die Batterien aufmachen. Und hier wäre es jetzt Winkelschleifertechnik. Neuer Deckel drauf, das ist kein Thema. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.